So, hier haben wir das grün-schwarze Intro-Pack. Es heißt Deathly Dominion und dreht sich um die neue Schlüsselfähigkeit Morbide. Morbide sind Fähigkeiten auf Kreaturen, die eben ausgelöst werden, wenn diese Kreatur ins Spiel kommt und in diesem Zug bereits eine Kreatur gestorben ist. Es ist egal, ob auf der eigenen Seite was gestorben ist oder beim Gegner. Auf jeden Fall, Morbide löst extra Effekte aus. Anfangen werde ich natürlich hier auch mit den morbide Kreaturen, logischerweise. Wir haben hier den Waldlandermittler. Und wenn er eben ins Spiel kommt, kann man eine zufällig bestimmte Kreaturenkarte aus dem Friedhof auf die Hand geben, wieder nehmen. Ja, sind Kartenvorteil, ist immer gut. Dann haben wir die Dämmerwaldspinne. Die kommt durch ihr morbide Effekt mit 2 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel. Ist also für 5 Mana eine 4-6er Reichweite Kreatur. Dann haben wir hier den Leichenfledderer, der gibt 5 Bonus-Lebenspunkte, wenn man den morbide auslösen kann. Und hier noch das Wildschwein, das ist für 4 Mana ein 5-5er Trampler. Also das ist dann die Aggro-Kreatur des Decks. Dann die schwarzen morbide Kreaturen haben wir hier die Morkrot-Todesfee. Sehr gut, hat ein eingebautes Removal, gibt einer gegnerischen Kreatur minus 4, minus 4. Was einfach sehr gut ist, hat selber noch einen 4-4er Buddy, das ist recht solide. Und dann haben wir noch den Hohepriester. Muss halt ihn selber plus zwei andere Kreaturen tappen und kriegt dafür einen 5-5er Dämonen-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Die Fähigkeit kann man natürlich nur aktivieren, wenn eine Kreatur in diesem Zug bereits gestorben ist. Ist aber recht stark. Und auf jeden Fall, ja, synergiert das Ganze mit dem Deck. Und falls man beim Gegner mal nichts töten kann oder eben nichts gestorben ist, muss man den Morbide-Effekt natürlich selber auslösen können. Da werden hier auch direkt einige Karten mitgeliefert. Hier den Apostel, kann eine Kreatur opfern und so viele Lebenspunkte kriegen, wie die Kreatur Widerstand hatte. Die Lebenspunkte sind eigentlich ja uninteressant, aber man will ja eine Kreatur opfern. Dann haben wir hier den verschlingenden Schwarm, eine 2-1er fliegende Kreatur. Kann man natürlich sehr gut offensiv einsetzen und eben Kreaturen opfern, um ihr plus 1 zu geben. Dann hier den Hirnrüssel-Käfer. Für 4 ein 1-1er einschüchtern, aber man kann ihn eben opfern und der Gegner muss dann zwei Handkarten abwerfen. Dann haben wir hier das Knotenholz, das gefällt mir sehr gut. Hat eigentlich nämlich nicht diesen morbide Effekt, aber synergiert eben sehr gut mit den Kreaturen, die Opfereffekte haben. Er hat 1-1 Fluchsicher, kriegt aber immer eine 1-1 Marke, wenn eine Kreatur stirbt. Ist ganz gut, durch Fluchsicher eben selber, kann er sich selber schützen und ist auf jeden Fall dadurch eine sehr gute Kreatur. So, dann haben wir hier noch, ja, ich sag mal auch Opfereffekte, aber ja, wenn wir hier die Ernte des Altars für 2 Mana 2 Karten ziehen. Super gut, Kartenvorteil, immer gut, ist sogar noch ein Spontanzauber. Man muss natürlich noch als zusätzliche Kosten eine Kreatur opfern, aber das ist ja nicht so schlimm, das will das Deck ja meistens sogar. Und hier noch das dämonische Kettenhemd, was als Ausrüstungskosten eben das Kreaturenopfer fordert und gibt eben ein plus 4 plus 2 Bonus. Ja, das Deck hat einiges an Removal. Jagd machen, habe ich ja schon im Innistrad Spoiler als eine Art Pseudo-Removal vorgestellt, hat mir so ganz gut gefallen. Naturalisieren gegen Artefakte und Verzauberungen, ist immer nicht schlecht, das im Deck zu haben. Dann Todesgewicht und Klinge des Schicksals ebenfalls als weiteres Kreaturen-Removal. Dann haben wir hier ein bisschen Landraussuchzauber, Karawanen-Nachtwache und wucherndes Wachstum, was eben Länder aus dem Deck raussucht, ist nicht schlecht. Und ein Wunsch äußern, leider bestimmt es zufällige Karten aus dem Friedhof, die auf die Hand kommen. Wäre das nicht zufällig, wäre die Karte um einiges besser. Ja, so lässt sich halt eventuell nutzen, wenn nur wenige Karten im Friedhof sind, sodass man dann auf jeden Fall das bekommt, was man haben möchte. Ja, und auch dieses Deck hat ein paar Lückenfüller. Die hinterhältige Viper finde ich davon noch am besten. Es ist immerhin eine 2-1er Aufblitz mit Todesberührung, wo man dann eine starke gegnerische Kreatur man spontan wegblocken kann. Das ist eigentlich noch ganz gut. Dann hier die Typhusratten, 1-1 Todesberührung. Ja, blockt auch immer beim Gegner gerne was weg, ist dann auch noch in Ordnung. Und wieder aufstehende Skelette sind wahrscheinlich dafür gedacht, dass man sie immer wieder ins Spiel bringen kann, um sie dann wieder zu opfern, um den morbide Effekt zu aktivieren. Ist aber relativ mana-intensiv. Da müsste man ausprobieren, wie gut das funktioniert. Aber hier der Kriegsfahrt-Ghoul für 3 Mana, 3-2, der hat in dem Deck eigentlich nichts zu suchen. Ja, das war das Deathly Dominion, schwarz-grüne morbide Deck. Und ja, was könnte man noch dem Deck hinzufügen? Welche Karten würden noch reinpassen? Das wären folgende. Der Eingeweideleser, denn er kann eben umsonst eine Kreatur opfern, man muss keine Aktivierungskosten etc. bezahlen und ist als One-Drop auf jeden Fall dann ganz in Ordnung. Das ganze Deck kann man sowieso kombinieren mit dem Todespakt, kostet 4 Mana, Verzauberung, immer wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, opfern alle anderen Spieler eine Kreatur. Das ist sehr gut, man opfert selber eine Kreatur,
Die geht in den Friedhof und der Gegner muss dann eventuell noch eine sehr gute Kreatur vielleicht sogar opfern. Also Todespakt ist einfach eine super Synergie mit dem Deck und ist auf jeden Fall eine Karte, die auf jeden Fall in das Deck reinpassen würde. Und passend dazu eben der Nesteindringling und der Kozilex Jäger bringen jeweils ein bzw. zwei 0-1er farblose Eldrazi auf. Ausgeburten Kreaturenspielsteine ins Spiel, die man wiederum auch opfern kann, um einen Mana zu bekommen. Ist natürlich sehr gut. Man kann praktisch Bonus-Mana machen, früher seine teuren Zauber spielen und den Morbide-Effekt auslösen, beziehungsweise mit dem Todespakt muss der Gegner auch noch eine Kreatur opfern. Also das ist auf jeden Fall sehr gut und die passen auf jeden Fall in das Deck hinein. Und von den morbide Kreaturen würde ich auf jeden Fall die Morkrug-Todesfee weiterspielen, da noch zwei dazu tun, weil die hat eben das eingebaute Removal und ist für mich so die stärkste morbide Kreatur. Dann der Leichenfledderer, der ist auch noch ganz gut. 5 Bonus-Lebenspunkte sind manchmal ganz gut, falls man ein bisschen länger Zeit braucht, um sich aufzubauen, weil das Deck ist ja doch relativ langsam. Da ist der Leichenfledderer auf jeden Fall noch ganz gut. Oder das Schwerpelz-Wildschwein, wenn man wirklich aggressiv spielen will, denn es hat halt noch Trampelschaden, gibt aber kein Bonusleben. Wenn man sehr viele Spielsteine generiert, zum Beispiel eben wie eben erwähnt die Eldrazi-Spielsteine, ist der Hohepriester vielleicht nicht noch nicht schlecht, weil man kann sich dann eben relativ, einmal pro Runde auf jeden Fall einen 5-5er schwarzen Dämonen-Kreaturenspielstein machen und so dann eventuell das Spiel gewinnen. Also hier muss man ein bisschen abwägen, ob man viele, viele kleine Kreaturen spielen will und dann die Spielsteine mit dem Hohepriester machen will oder ob man eher aggressiv von vornherein spielen will mit den etwas dickeren Kreaturen, wenn man sich dann langsam aufgebaut hat. Ja, das waren so meine Ideen zu den Karten, die man noch hinzufügen kann. Und ja, vielleicht schaut euch jetzt auch noch ein anderes Video an.